Elefanten, wenn du halt schnell ins Carslash kommst, scheint es ziemlich ja, stark zu sein. Also was Also heißt haben wir das auch dann einfach im mal probiert zweiten ein Age? bisschen. Also im zweiten Age würdest du mit Deli die Heiligen Stätten Hardcore testen? Probieren, ja, dass ich die Tech halt kriege, schon vor der Ritterzeit die Heiligen Stätten nehmen kann. Das würde ich probieren. Genau, also dann würde ich überlege halt nur, weswegen ich dazu spiele. Dann spiele ich Frankreich, damit ich früh Kampfkraft habe, die mobil dir helfen kann. Genau, weil ich bin halt am Anfang dann schon ein bisschen, ja, ich ne, bin halt einheitenlos, weil du brauchst halt wahnsinnig viel Gold für das schnelle Castle Age und die ganzen Gelehrten kosten dich Gold und deine Army Composition bisher ist halt dann eigentlich die Elefanten, aber die musst du ja schützen. Und dann, bisher bin ich dann auf die Landsknechte gegangen, um die noch als Fußtruppen mitzuschicken, aber die kosten halt auch Du Gold, meinst also Waffenknechte? ist halt, ja genau, Waffenknechte. Du bist halt sehr gold-heavy und du musst halt auch echt im Hintergrund deine Economy gut aufbauen. Also wenn du die Fernkampfelefanten daher dann machen würdest, das wäre glaube ich gut, weil wir haben beide Briten Ja. sonst, ne? Irgendwie so die Ja, genau. Speere ja Auf die gehe wegkriegen. ich dann. Auf die gehe ich dann, genau. Ich gehe dann ziemlich schnell halt ins Castle und gucke, dass ich die ersten ein, zwei Elefanten habe. Und wenn die mal da sind in der Schlacht, dann sind die halt im Moment, sieht das schon echt stark aus. Kannst du mit den Elefanten eigentlich gehen und Targets anvisieren oder wenn du gehst, dann visiert er irgendwas random an? Ja, das ist halt echt so ein Multitank eigentlich, weil du kannst Gebäude angreifen und gleichzeitig schießen die Bogenschützen auf vorbeilaufende Einheiten zum Beispiel. Genau, aber du kannst Und sie nicht du anvisieren, die Einheiten, ne? Also kannst du wenn. auch, doch, kannst du auch, das geht Aber auch. dann läuft das zu der Einheit hin, weil er auch mit den Stoßzähnen angreifen will, oder? Ja, genau. Ja, also ja quasi diese Stoßzahnangriff plus die Bogenschützen. Wir haben übrigens ein Und wenn die Problem, dass halt. die ist eine böse Map für sowas. Aber wir können es trotzdem einfach mal machen. Ist ja nicht so, ist ja egal, ob wir gewinnen wahrscheinlich. Ne? Aber auf der Map ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer zu machen. Na gut, oder wir könnten halt entsprechend ein bisschen, ja, wir sind nicht so angreifbar, Schwarzwald. Das könnte ein Vorteil sein, Ja, zum aber Beispiel. wir haben ja mobilen Setup eher. Ritter und Elefanten, die sind ja schnell. Oder zumindest Ja, kannst die du hin und her Elefanten bewegen. eher weniger, ja. Aber Ja, der Elefant, der hat jetzt ja. keinen riesigen Speed, das stimmt schon, aber wir sind trotzdem beweglich. Wir können mit der Armee halt überall arbeiten und dann alles einreißen. So ein Rambo kann das nicht so gut. Das stimmt. Ja. Ich muss aber erstmal zu den Elefanten kommen. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Schauen, eben diesen Bild zu optimieren, um halt schnell drittes Zeitalter zu kommen. Kannst du am Anfang versuchen, Bogenschützen zu bauen, ein paar? Also so wirklich die im zweiten Zeitalter ist ja egal, welche Einheit du baust, oder? Und dann vielleicht Bogenschützen, geht das? Ja, Bogenschützen müssten gehen. Ja, die gehen mir nicht vom Gold ab. Ja, so ein paar müsste ich hinkriegen. Ja. Also ich würde jetzt keine Einheit mischen an deiner Stelle. Ich sage nur, im dritten machst du erst Elefanten und im zweiten musst du ja wahrscheinlich auch ein paar herstellen, Einheiten. Und wenn du da halt die Wahl zwischen Speeren und Bögen hast oder so, wären dann die Bögen besser gegen die beiden hier. Ja, das stimmt. Lang nicht mehr richtig gespielt. Mal Frankreich, da braucht man mehr Nahrung, ne? Ja, auch Nahrung Gold. Ich glaube, so der Early Build ist so 7 Nahrung und dann die danach auf Gold, dass du so 7,3 hast für den Start. Ja, ich muss schon auf Holz gehen wegen dem Holz Hafen brauchst du hier. halt für die Gebäude. Für den Hafen halt, hier bei der Map. Du kannst, glaube ich, sogar nur mit Holz anfangen hier, wenn du direkt weißt, wo der Hafen ist und da hingehst. Ich glaube, mit den Schafen war schon ein Fehler. Der ist aber, glaube ich, auf deiner Seite, der See, da musst du das machen. Ja, Dann verzichte ich auf das Holz. such grad. Ja. So, ich glaube, Dings, ich habe vergessen, das Gebäude zu bauen. Der ist links unten dann wahrscheinlich. Also entweder ist er hier oder er ist hier. Ja, ist, oh Gottes Willen, das Gebäude zu spät gebaut. Also der Anfangsbild ist, glaube ich, dass du halt wirklich alles auf Holz machst und direkt den Hafen dann baust, weil da kriegst du ja die Nahrung dann.
Wahrscheinlich jetzt schon zu spät. Ach nee, es läuft ja auch noch falsch. Der Chinese wird wahrscheinlich direkt eine Steinmauer irgendwo hinbauen. Vielleicht kann man am Anfang seinen Arbeiter töten mit dem Speer. Die kann man auf jeden Fall mit den Elefanten auch abreißen. Also das können die. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache, ja. So, da unten ist die Basis von dem Freund. Ja, der ist schon auf Holz hier, der Engländer. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt keine Häfen machen oder die später als die anderen machen, haben die natürlich einen Wirtschaftsvorteil. Das ist sehr unschön. Ja, ich suche den noch hier. Ich habe jetzt meinen Speer einfach mal runtergeschickt. Mal gucken, wie er läuft. Ubi vado. Da unten im Eck ist er nicht, weil da ist irgendwie. Dann ist er vielleicht zwischen uns. Dann hätte ich das auch bauen können. Opa, Arbeiter vergessen. Ach nee, Gebäude vergessen. Kinder, das ist heute Morgen los. Oh nein. Also morgens und dann eine Zeit lang ich mir gespielt. Eine super Kombination, ey. Oh. Ich baue gleich die ersten Ritter und reite mal runter. Ja, hier ist Wasser übrigens. Altes, ja. Okay, okay. Also ich mache jetzt gerade ein bisschen Expansion-Build, weil ich nur ein paar Ritter brauche zum Arresten und um die Heiligen Städte zu contesten. Ne? Mhm. Also kommen dann immer nur so 4, 5 Ritter oder so. Ich stelle mich mal ein bisschen in die Karte rein mit dem Speer schon, um zu gucken. Hupala. Da, oh, der Speer. Nicht den Speer verfolgen von denen, ne? Das lohnt sich nicht. Du müsstest hier links mal gucken, da gibt es noch irgendwie eine Lane, dass wir auch sehen, wann die wo was wie machen, ne? Dass wir da ein bisschen Sicht haben. Ja, ich klicke mal runter. Genau. Das wäre ganz angenehm. Ja. Da ist der Arbeiter von denen. Kannst du nochmal zurückkommen mit dem Speer? Will den Arbeiter töten. Von gelb, ja, komme. Einfach auf den Arbeiter gehen, wir ignorieren den Speer. Ja, der Ritter ist auch schon im Bau. Super gemikrot hier, ich sehe schon. Ich habe aber gleich einen Ritter bei dem Spielchen dabei. Vergessen, das Gebäude zu bauen. Ach, ich habe eh kein Holz. Was für ein Fail. Und ich habe so viel Stein abgebaut. Oh, ich habe keine Lust mehr. Das ist scheiße heute, ey. So, der Ritter ist schon unterwegs, da wir verhindern einfach ein bisschen den Aufbau ihrer Defense, dann werden die hektisch hoffentlich. Ja, ja, ich hab den, der doch wieder anders weg. So, das gibt's ja auch voll. Verklickt. Oh, jetzt geht das weiter hier. Nein, jetzt habe ich die alle dahin geklickt, oder was? Um Gottes Willen, die Klicks heute. Ich weiß es nicht, ey. Also, wir haben das Gebäude vergessen. Okay, das. Egal. Ja,
So, ich habe einen Arbeiter erwischt. Nee, du hast den Ritter. Okay, ich sehe, gut. Ja, der erste Arbeiter ist schon futsch. Ah, okay, hier ist der Chinese, der baut aus seinem Mauer. Das ist aber relativ nah bei mir, weil die Mauer hilft ihm nicht, wenn wir später. Zack, und fährt down. Der Engländer hat schon eine Bogenschützenarmee. Aber wir sollten vielleicht auch mal über eine Defense nachdenken, so ein bisschen oder Einheiten. Habe ich nicht eben Gebäude gebaut? Oh, hier läuft nichts heute bei mir. Schon die ganze Zeit Popcap, deswegen baue ich nichts. Das kann keinem erzählen. Also kann durchaus sein, dass gleich ein paar Engländer hochkommen zu mir harassen. Okay, ich baue hier schon Schießstand hoch. Die Frage ist, wollen wir. Wollen wir ein paar Bälle einziehen? Ja, das würde sich wahrscheinlich lohnen. Ist bei mir nur eine Mikrofrage. So, ich baue jetzt gleich die Expansion. So, mein Speer ist hier bei der gegnerischen Basis. Ich glaube, da kann ich gleich mal resten gehen. Die Bögen von dem sind aber hier unten, also er kommt nicht hier resten. Ich hätte ihm Schafe gebracht, aber ist bei der Map, glaube ich, egal. Ich baue. Ich glaube, dann schicke ich den da noch eine weiter hin. So, Expansion geht hoch. Sehr gut. Was ist mit den heiligen Städten? Können wir das schon irgendwie? Also ich habe noch gar keine einzige gesehen, ganz nebenbei auf der Map. Es gibt auch keine bei dir, sehe ich gerade. Wer lesen kann, klar im Vorteil. Also heilige Städtestrategie kannst du dir die Haare schmieren. Das gibt es hier anscheinend nicht. Soll ich irgendwo eine Wall für dich ziehen? Nee, ich habe schon zwei Palisaden, danke. Ja, okay. Aber die ist jetzt im Moment hier fertig. Weil ich kann die mit Militäreinheiten Mauern bauen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe schon zwei. Boah, einfach noch welche ins Feld, dann hat sich das. Ich denn? Ach, Nahrung, ne? Goldnahrung läuft. Sehe meinen vierten Reiter nicht. Warum ist der Arbeiter da oben nicht? Aha, Raid! Ach, hier oben war ist die englische Bogenschützenarmee, oder wie man das nennt. Oh, verklickt. Egal, die passen endlich alle rein. Probieren wir die Reliquien zu sichern. Och, voll, wie blöd halt jetzt. Aber seine Economy ist erstmal aus. Okay. Der erste Elefant ist im Trott. Sehr schön. Nein, jetzt habe ich den falschen weggeklickt. Ach, dann stirbt doch der dumme Ritter. Ja, ich mache jetzt gleich einfach Aufstieg und so weiter. Mhm.
Steht, sehr schön. Sollen wir auf den Chinesen gehen? Ich überlege gerade. Ja, wenn du Elefanten hast, gehen wir gleich auf den Chinesen einfach. Ich glaube auch, dass er jetzt, der Engländer wird jetzt wahrscheinlich eh eine Defense gleich anschmeißen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, weil der Chinese ist dann ja hier. Da können wir... voll auf ihn gehen. Geh halt nochmal harassen den ganzen Kameraden und dann können wir gerne was machen. Ja. Wo ist er denn auf der falschen Seite, die Reiter? Aber wahrscheinlich hat er bis dahin eh zugebaut bei mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nochmal anschaue, dass ich da reinreite. Ja, schon nicht zugebaut. Da sind die Bögen. Oh, er hat auch einen Speer gebaut, er hat Speere gebaut, alles klar, Zeit zu gehen. Er braucht auf jeden Fall gleich Bögen. So. Aufstieg. Also wir machen Dreier-Push, ne? Ich mache dann wirklich nur König-Institut, dass wir auch wirklich alles hab fürs Kämpfen. Also wir machen jetzt Armeen und so, ne? Ja, ja, ich bin hier am Sammeln. Zwei Elefanten haben wir schon. Bauen ein paar Waffengeschichte dazu und dann gucken wir einfach, ob wir da schnell den Chinesen rausnehmen können. Und ich gucke, dass hier oben so ein bisschen, dass wir den Engländer halt, vielleicht können wir den durch Welle ein bisschen weghalten, dass er bei uns halt hinten einfällt. Ja, der hat dann eine Mauer irgendwo gebaut. Du musst nur sagen, wenn ich rüberreiten soll. Ich habe die Armee ja schon so eine kleine. Ja, dann probieren wir es mal. Ich glaube nicht, dass so viele schon sich da eingestellt haben auf... Probieren wir, okay, dann komme ich jetzt rüber. Soll ich nur gerade den Engländer niederreiten hier? Ja. Der ist gerade auf offenem Feld mit seiner Armee. Das lohnt sich, glaube ich. Ich glaube, ich kann einfach den Weg auch durch die Basis jetzt nehmen, wenn ich das richtig sehe. Eventuell hat er gar nichts, der Engländer. Meine neuen Einheiten bringe ich auf jeden Fall auf deine Seite. Ja, der hat sehr viele Speere gebaut, der Engländer. Aber das ist ja eigentlich kein Nachteil für uns. Du hast ja ein bisschen Fernkampf nachher gesagt, ne? Ja, ich baue so Elefanten und Waffenmächte. Wo brauchst du wirklich Waffenknechte dazu? Weil was machen die denn? Also die gegen die Speere dann, ja, oder wie? Speere kommen, genau, mit Speere kommen gegen den... Okay. Ich komme jetzt auf jeden Fall rübergeritten mit meinen Leuten. So, Pferde, 35% mehr Leben, besserer Angriff, alles rein, bessere Pferde. Sehr gut. Sind das bessere Pferde? Eigentlich sind es ja bessere Ritter, oder? Geh auf Tor. Ja, wie gesagt, meine Truppe läuft gerade zu dir. Es dauert noch einen Moment, bis die da anknüpft. Ja. Kein Holz, doch. Auch Nahrung. Ist keine hier. Er wollte auch ein paar Steine. Wieder keine Nahrung. Bisschen eng hier für Nahrung herzustellen, ne? Ich habe quasi gar keinen Platz für Nahrung. Nee. Ja, du kannst vielleicht, kannst du noch auf den, auch noch aufspringen auf den. So, wir sind durch. Du kannst rein raiden. Jupp. Die 17 Ritter laufen. Ja.
Ich reite durch, ich reite durch. Der Elefant kommt. Mensch, hier kommt zum Healing. Perfekt. Ja, da kommen sie. Ne? Aber die kannst du ja rausnehmen. Ja, schön. Vom Makro keine Nahrung, ich mache nur Käse im Moment. Der Engländer kommt wahrscheinlich gleich rübergelaufen, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier ist die nächste Mauer. Die ist leider zu, dann muss ich da gucken, bis du kommst. Ja, vielleicht kann ich ein Militärgebäude rausnehmen. Ja, ich muss mich erstmal um Nahrung kümmern. Also ich kann ja nicht spielen ohne Nahrung, ne? Das geht halt nicht. Ja, ja. Da muss es hinpassen. Warum baut das nicht? Zu wenig Holz? Da ist auch nochmal Nahrung her, kein Holz. Ärgerlich. Die Gebäude sind jetzt tot. Ich habe auch schon 19 neue Ritter. Weil da auf ist, reite ich einfach durch. Aber da kommen sie auch jeden Moment die Langbögen und Speere. Also brauchen noch viel größere Armeen, vermute ich. Das wäre sicher hilfreich. Ja, schauen wir mal. Zieh alles nach. Da sind die Speere. Ich reite einfach rein. Die paar Speere kann man ja töten. Die haben ja viel weniger, als wir Ritter haben. Artefakt nimmst du in Sicherheit mit. Achso, ja, dann töte ich die jetzt nicht, wenn du die übernimmst. Genau, okay. Vielleicht. Schau mal einfach mal, vielleicht die mal. Da ist schon so ein Dingy-Dingy. Ja, vielleicht auch. Ja, ja. Ich nehm die Militär raus. Hier ist der Uhrturm, also das ist natürlich für die Chinesen jetzt brutal, ne, wenn wir das jetzt hier kaputt machen. Ja. Vielleicht auch den also Uhrturm und das Gebäude damit Priorität. Also die Kasernen sind nicht so wichtig wie hier unten die beiden Gebäude. Okay, ja, schick's grad drauf. Die sind wichtiger. Ja, genau. Der ist rausgegangen, Spiel ist vorbei. Ja, wunderbar. Das ist der Daily Push. Ja, die haben wahrscheinlich auf jedes Zeitalter ein bisschen mehr gesetzt und auch mehr Zeit, aber den Elefanten hier wirklich alles weggeräumt und die konnten die ja nicht toten, ne? Ja, das ist das. Das ist, da denke ich, das ist jetzt halt für viele noch so. Die Frage, wie konnte ich das? Ich wüsste es selber auch noch nicht, weil die Dinger sind halt echt. Das ist eine Armeefrage. Also, du kannst doch. Er hätte hier einfach Speere und Armbrustschützen und Bogenschützen. Gerade von der Mauer. Eigentlich hätte er schon kontern können, hätten ja genug Fernkampf gebaut. Aber die Sugenus sind halt ungeeignet, glaube ich, dafür. Ja. Und es war ja auch 2-1, muss man sagen. Ups, der Engländer kam ja super spät rüber. Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gar keinen einzigen Langbogen von dem jetzt gesehen auf der chinesischen Seite. Ola, ich habe doch mehr Wirtschaft gebaut. Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit AFK gewesen mit meinem Wirtschaftsbau. Also wahrscheinlich auf Frankreich geschuldet, ein Stück weit. Aber Gold. Goldnahrung hätte ich erst. Wie erwartet, Holz nicht so viel. Okay, wir hatten doch leicht besser abgeschnitten bei den Kämpfen. Aber das ist ja, du kannst dem Spiel keine Speere bauen. Die sind einfach eine wertbefreite Einheit. Ne? Das ist halt, also. Also die haben ganz, ganz wenige Nutzen, die Speere, ganz, ganz wenige Nutzen. Ja, ich frage mich halt, ob die jetzt halt, was machst du gegen diese Elefanten? Was ist der Hardcounter? Wäre das nicht eigentlich die Speere, theoretisch? Ja, er kann das ja machen mit den Speeren, wenn er die am Leben halten kann, aber das ist halt der schwierige Teil. Also ich würde die einfach mit Pfeilen und Armbrüsten spicken und man kann schon Speere davor stellen, gerade wenn es so eng ist, geht es theoretisch. Aber in dem Falle, weiß ich, hatte jetzt irgendwie 18 Ritter und der hatte irgendwie 10 Speere oder so und das mehrmals. Da reizt sie natürlich einfach nieder und du schießt die ganze Zeit noch Pfeile dazu und also so geht das natürlich nicht. Nee, so geht das nicht, ja. Ich bin noch nicht sicher, ob der Rush da auf die Bienennester, ob das wirklich jetzt zielführend war gegen Elefanten. Vielleicht mehr Ruttentürme oder so. Also er hätte sich wahrscheinlich auf der Mauer das halten können, hätten die sich zusammen dahingestellt. Weil der Key-Gebäude direkt hinter der Mauer gehabt, hinter der ersten, und dann ne, war es natürlich vorbei. Also ohne das Bienennest-Ding da geht es nicht gut.
Weil hier im Spiel sehe ich es nicht. Ich glaube, da wird nicht angegeben, was wirklich der Hard-Counter gegen die Elefanten ist. Gucken wir mal rein. Ne, sie gelten ja als D7. Kavallerie, oder? Ich weiß gar nicht, sind Elefanten mit Bogen drauf, Kavallerie und Fernkampf gleichzeitig? Ich schaue mal, ja, hier genau. Was haben wir hier? Turm, Kriegselefant, starke Pferdkampf-Kavallerie. Also Okay, ich glaube, gelten in als dem Falle gilt ja Kavallerie. dann beides. Du kannst dann, also Reiter müssten dann auch Bonusschaden gegen die machen. Vielleicht sind Pferde, Reiter eine Idee. Ja, Kavallerie, Kavallerie. Ja, weil es eben Fernkampfkavallerie ist, ne? Dein Elefant. Dass das Ja. vielleicht geht. Ich habe noch nie in meinem Leben Probleme mit Elefanten gehabt und da habe ich mir auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber die haben ja, glaube ich, keine gute Rüstung, die Elefanten. Also Nahkampfrüstung ist, glaube ich, okay, aber Fernkampfrüstung nicht. Oder andersrum. Ich wechsle es immer. Ich glaube, Fernkampf war nicht okay. Also den kannst du wahrscheinlich mit Pfeilen oder mit Armbrüsten halt spicken. Nur nicht mit Sugenus. Die sind Das könnte dagegen sein, genau, fast mit nichts gut. Fernkampf eher. Ja. Und er hatte ja die Mauern, hätte sich wahrscheinlich dann eben Fernkampf da draufstellen müssen. Und das war jetzt auch eine Mengenfrage, wie gesagt. Also der Engländer kam halt viel zu spät. Die Langbögen habe ich gar nicht gesehen. Also Nee, wenn du sie gar nicht nicht. getötet hast, waren sie halt nicht da. Und das Ja. ist schon ein Problem. Die haben halt, also muss mal gucken, wenn 2 gegen 2 wirklich ist, was dann passiert gegen den Elefant. Bisher habe ich mit denen keine gute Erfahrung gemacht, aber jetzt hat natürlich funktioniert sehr schön. Ja. Über der Kriegselefant. Der aus dem Stall kommt, der ist offiziell als schwere Kavallerie dann einklassifiziert. Ja. Okay. Gut, ja.